Shoppen nach Herzenslust. Dieses für einen Sonntag eher ungewöhnliche Bild bot sich am Wochenende in der Göppinger Innenstadt. Der Grund: der verkaufsoffene Sonntag. Zwischen 13 und 18 Uhr standen den Besuchern mehr als 100 Geschäfte zur Verfügung, in denen nach Herzenslust eingekauft werden konnte. Ich finde es wichtig, solche Aktionen durchzuführen, nicht primär, um an dem Tag Umsatz zu machen. Das ist sicherlich nicht unbedingt das Hauptziel, sondern einfach die Stadt interessant zu machen. Wir haben viele Kunden, die von außerhalb kommen, also von anderen Städten, die überhaupt uns wahrnehmen. Also ich denke auch gerade heute in der Zeit, wo Internet eine große Wolke ist, die über uns schwebt. Ich denke, das ist das Einzige, was wir haben, dass wir eben selber vor Ort sind und dass wir eben auch an Aktionen bieten, dass wir diesen schönen Erlebniskauf bieten können. Und dieser Erlebniskauf kommt gut an. Während vor einigen Jahren lediglich ein paar hundert Besucher zum verkaufsoffenen Sonntag kamen, strömten in diesem Jahr mehrere tausend Interessierte in die Göppinger Innenstadt. Im Herbst gab es immer einen verkaufsoffenen Sonntag in Göppingen. Der wurde früher kombiniert mit der Schwäbischen Woche. Das war hier eine Lokalmesse, die aber nie in der Stadt, Innenstadt stattgefunden hat. Und wir haben dann vor 10 Jahren das Weinfest ins Leben gerufen, um auch einen juristisch einwandfreien Anlass zu haben, um einen verkaufsoffenen Sonntag genehmigt zu bekommen. Und Weinfest dieses Jahr zum 10. Mal, super erfolgreich, steigende Besucher. Und inzwischen eben der verkaufsoffene Sonntag mit kombiniert. Und ich denke, die Leute, man sieht es einfach, es sprudeln die Leute regelrecht in die Innenstadt. Das Konzept scheint also aufzugehen, nicht zuletzt wegen des bunten Rahmenprogramms. So konnten die Kinder auf dem Spitalplatz Kürbisse für den guten Zweck aushöhlen. Schließlich ist ja schon bald Halloween. Weitaus mehr Action gab es bei einer Stuntvorführung, bei dem glücklicherweise nur das Auto, nicht aber der Stuntman zu Schaden kam. Nur wenige Schritte weiter auf dem Schillerplatz gab es die DRK Roadshow. Hier konnte man in einem Truck den interaktiven Helfertest am iPad machen, um herauszufinden, welcher Helfertyp man so ist. Da muss man 8 Fragen beantworten und zum Schluss weiß man dann, ob man eher ein Anpacker ist, ein Betreuer oder ein Förderer. Auf all diese Arten kann man beim Roten Kreuz aktiv mitmachen und die Arbeit des DRK unterstützen. Und nach so viel Entdeckungsdrang und Action kann man auch mal eine Pause einlegen. Denn auch das Kulinarische darf beim verkaufsoffenen Sonntag nicht zu kurz kommen. Am angrenzenden Weinfest konnten die Besucher innehalten und ein Päuschen einlegen. Bei den Besuchern kommt diese Vielfalt äußerst gut an. Ich finde es ganz interessant, spannend für die Leute, die sonst keine Zeit haben, in die Stadt zu kommen. Insgesamt sehr gelungen und ein gutes Ambiente. An und für sich ganz gut, auch einmal am Wochenende, am Sonntag, vielleicht einmal doch das ein oder andere schön zu kaufen. Gute Angebote, dann kann man da zuschlagen mal. Ja? Und wenn man die Woche über keine Zeit hat, am Sonntag mit der Familie da herzugehen, finde ich ganz toll. Also ich finde es toll, weil da kommen einfach die Leute dann auch sonntags zusammen. Viel mehr, also anstatt unter der Woche. Total gut. Also wir kommen nicht von hier, aber also richtig schön. Doch, auf jeden Fall. Egal ob nah oder fern, der verkaufsoffene Sonntag in Göppingen kommt gut an und ist ein Muss für alle Shopping-Fans. Wer ihn diesmal verpasst hat, nicht schlimm. Am 6. April wird es den nächsten verkaufsoffenen Sonntag in Göppingen geben.